Ja, hallo Leute und willkommen zurück zu dem vierten Teil unserer Dead Space Serie. Wir befinden uns noch immer auf der Krankenstation und müssen die Barrikade sprengen. Dazu benötigen wir ein paar Gegenstände und die wollen wir jetzt einsammeln. So, welchen Weg müssen wir denn? Dieser Nebel sieht schon echt genial aus. Militärisches Sturmgewehr mit hoher Feuerrate. In einem Vakuum zeigt der Rig die verbleibende Zeit an, bevor die Sauerstoffversorgung erschöpft ist. Ah, deswegen hat es die ganzen Gegenstände nach draußen gezogen. Eintritt in Vakuum. Schwere ist ja genial. Oh, ich muss mich beeilen. Ende des Vakuums. Wow, das war ja genial. Nutze die Stiefel- und Anzugschubdüsen, um in der Schwerelosigkeit zu navigieren. Wow. Genial. Oh mein Gott. Der Anzug ermöglicht zusätzliche Navigationsmöglichkeiten in der Schwerelosigkeit. Das sind überall Kapseln mit Leuten drin. Und einige sind leer. Und hier ist eine Kiste. Also, ich muss wirklich sagen, dieses Spiel ist bis jetzt echt ziemlich genial. Diese Richtung. Ah, okay, so kann ich mich um die eigene Achse drehen. Ah, Hydrazin-Kanister, den brauche ich noch dazu. Ich halte noch die Position. Was passiert dort? Ich habe Hydrazin für die Barrikade gefunden. Ich gehe jetzt wieder zurück. Sei vorsichtig mit dem Hydrazin. Ich will niemanden mehr verlieren. Okay, die Mission habe ich abgeschlossen. Platziere die Sprengladung. Manchmal liegt auch etwas in den Ecken. Aber gut, ich glaube, das war's. Hier habe ich noch etwas vergessen.
Lieber mal nachladen. Schwerelosigkeit aktiviert. Der kleine Bastard. Wow. Wo ist er jetzt hin? Naja, vielleicht macht die Waffe ja doch Spaß. Und tschüss. So, habe ich jetzt irgendeine Kiste übersehen? Da war noch etwas. Das stimmt, da habe ich mal herausgeschaut und dann kam uns das kleine Monster entgegen. Und hier ist noch eine Kiste, perfekt. Ah, okay, da ist auch noch etwas. Ja, ich glaube, das war's. Was war das? Eintritt in Vakuum. Muss ich hier hoch? Hab ich... Oh, hier hinten. Das nehme ich noch mit. Genial. Hier ist... Ah ja. Oh, und hier ist noch etwas. Oder... kann ich das nehmen? Ach!
Ach nee, das ist ja mein leeres Magazin. Ja, macht Sinn. Der braucht meine Hilfe. Schwerelosigkeit deaktiviert. Schema Impulsprojektile. Okay. Das Teil. Da war garantiert einer. Natürlich von hinten. Wow. Den einen habe ich den Kopf abgetrennt und der ist einfach weitergegangen. Coole Lichteffekte. Hier schon? Ja, ich glaube, da war ich schon. Speichern wir mal lieber. Bevor ich hier die Sprengung vornehme. Bei der Detonation in der Entdeckung. Okay, mal hier rein. Yeah. Okay. Finde die Leiche des Captains. Ziel aktualisiert, untersuche die Notaufnahme. Okay.
Okay, was kann ich jetzt machen? Tja, ich hätte über 10.000 Credits. Ich könnte mir einen Knoten kaufen. Naja, vielleicht später. Dieser kleine Bastard. In der Leichenhalle musst du nach Captain Matthias Leiche suchen. Hol dir seine Recodes, damit wir den Computer nutzen können. Okay. Dann mache ich das wohl mal. Bringe Upgrade-Teile zur Werkbank, um Waffen und Ausrüstung zu verbessern. Okay, also, so wie es aussieht, komme ich hier nicht weiter. Und hier brauche ich wieder Level 1. Naja. Dann mal die andere Richtung. Den Namen hat es hier erwischt. Ja. Dann wohl hier entlang. Logbuch der Krankenstation. Oh, das ist... Ist das Nicole? Übertragung an das gesamte Personal. Ja. Hier ist Senior Medical Officer Nicole Brennan. Die Krankenstation ist überlastet. Wir brauchen Hilfe. Diese Wunden... Wir können uns nicht um so viele Traumapatienten kümmern und die Kommando-Crew sagt uns nicht, was los ist. Er hat einen Anfall. Scheiße. Vielleicht habe ich noch PHB übrig. Burke Nichols Hologramm. Du bist hier nach hinten gegangen. Geheimer Raum. Logbuch der Krankenstation, Dr. Nicole Brennan. So viel zum Thema Paranoia. Ich habe diesen Raum eingerichtet, um Beratungsgespräche zu führen, ohne dass sich die Unitologen einmischen. Jetzt ist es der einzige Ort, an dem ich sicher bin. Nach dem gestrigen Angriff konnte ich eine Gliedmaße sicherstellen. Genetisch gesehen ist das menschliches Gewebe mit bizarren Mutationen. Aber es ist nur eine Probe. Nicht genug, um ein Heilmittel zu finden. Ich brauche... Moment, wo ist der Bericht aus dem Maschinenraum? Hier. Die Ingenieure haben etwas aus den Maschinen geholt. Gliedmaßen fehlen. Torso intakt. Okay. Zeit für eine echte Autopsie. Finde die Leiche des Captains. Okay, das ist meine aktuelle Mission. Vergewissere dich vor dem Entfernen der Batterie, dass der Schutzschalter nicht mit Energie versorgt wird.
Was ist denn das für ein Teil? Zur Leichenhalle. Ah, da brauche ich auch Level 1. Will ja schließlich nicht, dass die Leute hier wieder aufstehen. Level 1, Level 1, na super. Ah ja, hier muss ich den Generator einfügen. Na super. Ach. Noch ein zweites? Nee, warum frage ich überhaupt? Natürlich. Oh, crap. Gott, die hätten mich beinahe erwischt. Wow. Ja, nach der Eisenstange habe ich gerade gesucht, aber da war ich wohl etwas zu langsam. Ich sollte wohl mal irgendwie mein Leben upgraden. Demnächst. Wow, die hat's alle erwischt. Die armen Leute. Ah, das ist von der anderen Seite. Okay, dann konnte ich doch in den Raum hinein. Jetzt muss ich die Leiche des Captains finden. Wow. Genial. Notaufnahme Flur B. Wo ist der gute Mann jetzt? Sicherheitsanfrage abgerufen. Verlassen. Es war dunkel und sie kratzten an den Wänden wie die Ratten. Und ihr habt mich mit ihnen eingesperrt. Ich schneide sie raus. Wow.
Hier lief wohl einiges schief. Genau das habe ich gebraucht, ein Medipack. Von hinten natürlich wieder. Hinterlassen. Er ist diskret. Ich habe gerade ein Update von Aegis 7 erhalten. Die Situation ist schlimmer, als Captain Mathias zugeben will. 40% der Bevölkerung der Kolonie zeigen Symptome. Depressionen, Halluzinationen, noch mehr Gewalt. Da unten sterben Leute. Ich weiß, das hängt irgendwie mit dem Marker zusammen, aber mir fehlen die Daten. Mercer, vielleicht hatte ich Unrecht. Wir brauchen unbedingt Antworten. Dieser Patient, Brent Harris, könnte unsere letzte Hoffnung sein. Okay. Interessant. Ein Knoten. Muss ich jetzt hin? Hier nach hinten. Nein, da ist noch jemand am Leben? Das war tja, aber ich glaube, die wurde verrückt und wahnsinnig. Irgendwas war da. Ich meine, andererseits, warum sollte sie sich sonst selbst umbringen? Zur Leichenhalle. Okay, hier hätten wir nun eine Speicherstation und damit die perfekte Möglichkeit, unser Spiel zu beenden. Wie immer, danke fürs Zuschauen, lasst mir ein Like da, folgt mir auf Twitch und Twitter, wenn ihr wollt. Links dazu gibt es in der Beschreibung und dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder.